Meine Heimatstadt München. Busse und Bahnen fahren im Minutentakt. 1200 Haltestellen und Möglichkeiten, von A nach B zu kommen. Und Valentin kennt sie alle. Münchens cleverster Verkehrsplaner. Ich bin einmal U-Bahn gefahren und es hat mir Spaß gemacht. Habe ich immer mal geguckt, ob es da auch Pläne gibt. Und irgendwann haben wir das Kundenzentrum gesehen. Ja, und so hat sich das dann entwickelt. You got that power. Schon von klein auf ist Valentin gern mit seinen Eltern Bus und Bahn gefahren. Für ihn der perfekte Familienausflug. Papa Arndt, Informatiker. Und Mama Kati, Steuerberaterin. Und sie fahren mit Valentin gerne quer durch München. Der Achtjährige weiß immer, wo es lang geht. Im Kindergarten war es mal lustig, wenn die Erzieherinnen einen Ausflug geplant haben, dass sie ihn dann schon gefragt haben. Und die waren dann auch froh darum, dass sie im Prinzip den Experten auch dabei hatten. Valentin wohnt mitten in München. Die beste Voraussetzung für eine Bus- oder Bahntour durch die City. Doch zuerst wird es anstrengend. Ich bin ja komplett außer Puste, bin ich ja. Hallo. Hallo. Valentin, ich habe mich sehr auf dich gefreut. Jetzt lerne ich dich auch endlich persönlich kennen. Ja, geht's gut? Ja. Und? Zeigst du mir erstmal dein Zimmer? Ja. Direkt an der Tür hängt schon ein bunter Plan. Was ist das? Hast du ein Bild gemalt? Der Plan von München. Also der U-Bahn- und S-Bahn-Plan. Ach so. Okay, wo wohnst du jetzt von hier auf deinem Plan? Hier. Okay. Also man könnte hier hinlaufen oder hier. Okay, weil hier am Ostbahnhof bist du ja auch super zentral, oder? Da kommst du ja überall hin. Genau. In Valentins Zimmer dreht sich alles um das Thema Nahverkehr. Von der Modelleisenbahn bis zur Legostraße. Sein größter Schatz aber sind seine gesammelten Bus- und Trampläne. Du lieber Schreck. Hier ist die S-Bahn von München, hier ist die Chemnitz-Bahn. Okay. Das sind die, guck, das sind alles Stadtbusse. Und das alles sind die Metrobusse. Aha. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Stadtbus und einem Metrobus? Also der Metrobus hat manchmal mehr Haltestellen. Ja, und dann könnte man den am Ostbahnhof sehen, den könnte man am Ostbahnhof sehen. Hier X30 könnte man noch sehen. Und 54 könnte man noch sehen. Der Ostbahnhof ist um die Ecke und Valentins Lieblingsplatz. Na dann, auf geht's. Hier stehen uns ja wirklich alle Möglichkeiten offen. Von hier aus können wir ja überall hinfahren. Ja, wir können gerne zum Grünwaldfriedhof fahren. Nein. Doch. Valentin zeigt mir Busse, U-Bahnen, Haltestellen. Hier fühlt er sich zu Hause. Und ich habe noch eine besondere Überraschung für ihn. Wo willst du hin? Sag mir das Ziel. Bitte. Ein kleines bisschen Geduld, bitte. Und dann kommt sie um die Ecke. Die Valentin-Spezialtram. Valentin? Hä? Hä? Valentin? Ja. Was denn für ein Valentin? Und überall steht dein Name dran. Komm, dann steig mal ein. Guck mal, hier müssen wir Hallo sagen. Hallo. Hallo, bist du der Valentin? Ja. Grüß dich, willkommen zu deiner Sonderfahrt. Gell? Los geht's mit dem Valentinszug. Achtung, Achtung. Sonderfahrt. Kreuz und quer geht's durch die Stadt. Moinsen. Wie man in München sagt. Gute Überraschung sein. Ja, hat's dir, taugt dir das, ja? Ja. Und das ist noch nicht alles. Wir dürfen in das Allerheiligste, den Trambetriebshof. Hier werden alle Bahnen geparkt und gewartet. Spannend, oder? Wie an meinem Geburtstag. Ja, oder ne? Weihnachten und Geburtstag eigentlich alles zusammen. So, jetzt sind wir im Betriebshof. Thomas ist hier Mechaniker und kennt sich bestens aus. Zunächst geht es unter die Tram. Spannend und ein bisschen unheimlich. Puh, hier riecht's aber nach Öl. Ah, auch ja. Ich habe ehrlich gesagt auch noch nie eine Tram von unten gesehen. Ja, noch nicht. Schau mal, hier oben hast du zum Beispiel die Räder von der Trambahn. Und das hier, guck mal, das sind die Schienenbremsen. Ach, deswegen quietscht das mal. Das kracht, wenn die fällt. Und wo sitzt jetzt der Motor? Die Motoren, die sitzen außen. Geht aufs Dach.
Das ist super. Ich habe noch nie eine Tram von unten gesehen, ich habe noch nie eine Tram von oben gesehen. Ist da jetzt noch Strom drauf oder nicht? Nee, den haben wir natürlich abgeschalten, dass nichts passieren kann. Denn so eine Oberleitung hat sonst 1000 Volt. Ungefähr viermal mehr als in einer Steckdose. Und wenn du magst, Valentin, dann kann ich dir auch mal den Stromabnehmer zum Beispiel runternehmen. Mach's mal. Ja, schau mal. Oha. Der geht ganz federleicht, geht der runter. Siehst du das? Also entweder der Stromabnehmer wiegt nichts oder der Thomas ist so stark. Die beiden Möglichkeiten gibt es. Der wiegt nichts, denke ich. Der wiegt fast nichts. Und schau mal, der wird durch eine Feder oben gehalten. Und das ist diese lange, große Feder. Die drückt den nach oben. Das war heute ein extra Valentinstag. Jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Komm, gewinnen, hab ich voll den Plan.